Alex Aaron Wertheim. Langer krummer Bruch 18. Der Lehrer Alex Aaron Wertheim, geboren am 8.11.1862 in Allendorf, Kreis Kirchhain, war mit Bertha Wertheim verheiratet. Die Familie Wertheim zog am 1.10.1907 von Leer nach Osterode, Langer krummer Bruch 18 zu. Alex Aaron Wertheim unterrichtete an der jüdischen Schule, die sich im Vorgebäude der Osteroder Synagoge befand. Am 19.12.1938 verlegte das Ehepaar Wertheim seinen Wohnsitz nach Köln. Alex Aaron Wertheim wurde am 15.06.1942 ins KZ Theresienstadt deportiert. Dort kam er am 17.07.1942 um. Informationen zur Osteroder Stadtgeschichte bekommen Sie in der Touristeninformation Osterode, Eisensteinstraße 1. Eine Stadtführung zu den Stolpersteinen in Osterode im Harz findet alljährlich am 9. November statt. Informationen dazu erfragen Sie bitte in der Touristeninformation Osterode. Der Text zu den Personen stammt von Eckhard Eder aus der umfangreichen Broschüre Stolpersteine. Osterode am Harz.